Hallo und herzlich willkommen zurück bei City Skylines und damit herzlich willkommen zur zweiten Staffel Cedar Bay bzw. Autumn Bay. Ihr habt es vielleicht am Vorschaubild und im Titel des Videos schon gesehen, es geht weiter mit City Skylines, aber unter einem anderen Namen. Wir spielen aber weiter in Cedar Bay und wir können weiter an unserer Stadt bauen. Aber es soll auch ein Neuanfang sein, da sich durch das kürzlich erschienene DLC, das Plaza & Promenades DLC, ja einiges verändert hat. Hier vornehmlich durch die von mir verwendeten Mods, ist es auf jeden Fall ganz gut, wenn wir die zweite Staffel auch mit einem neuen Theme beginnen, und das im wahrsten Sinne des Wortes, denn wir verwenden auch ab dieser zweiten Staffel ein neues Map-Theme. Ich hatte es in der letzten Folge der ersten Staffel auch schon erwähnt, dass ich hier gerne das Theme erst einmal ändern würde. Dadurch haben wir jetzt auch neue Blickwinkel. Wir gucken mal aus einem ganz anderen Blickwinkel auf Cedar Bay. Und ich möchte auch gar nicht so ein langes Intro jetzt hier machen, sondern direkt anfangen, denn es soll tatsächlich ein herbstlicher Neuanfang werden. So habe ich mich entschieden, soll die Folge heißen. Und das werden wir hier auch umsetzen. Das heißt, ich möchte auf jeden Fall jetzt hier, wir befinden uns jetzt hier in South Bay bauen und ja, einen kleinen Neuanfang wagen. Da werden wir auf jeden Fall hier etwas Neues bauen. Aber ich möchte auch hier in dieser Folge einen kleinen Übergang haben von dem quasi alten Cedar Bay, dem Cedar Bay der ersten Staffel, jetzt hin zu der zweiten Staffel, in der ich mich entschieden habe, zwar hier auf der Karte weiterzuspielen, aber mit dem, wie gesagt, veränderten Map-Theme. Ich verwende hier das Map-Theme von Press. Das Theme nennt sich, also ist ein Autumn Theme, also ein Herbstthema. Und ja, die Serie heißt deswegen auch hier ab jetzt Autumn Bay, also quasi übersetzt oder eigentlich ziemlich genau übersetzt Herbstbucht. Finde ich ganz schön. Und wir werden hier auf jeden Fall in dieser Folge eins machen. Wir werden in South Bay etwas bauen, also sprich ein neues Wohngebiet anlegen. Und wir werden, wie gesagt, diesen Übergang in Richtung Herbst vollziehen. Dafür bietet das Theme bzw. die Kollektion, die Press für dieses Theme zusätzlich erstellt hat, einige neue Bäume. Und heute hat Mr. Mason auch noch wunderschöne Bäume veröffentlicht. Die habe ich auch sofort installiert und mit in den Forest Brush eingefügt. Und deswegen möchte ich auch mit dem Forest Brush direkt anfangen und einfach mal unsere umliegenden Wälder hier einfärben. Ich hatte auch unter einer der letzten Folgen die Frage, was dieser, ja, dieser kleine Button hier unten, der jetzt grün markiert ist, bedeutet, das ist der Forest Brush. Ich klicke ja auf die Buttons nicht. Die meisten Tools benutze ich über die Tastaturkombination. Das geht einfach flüssiger und ist mir angenehmer. Und das ist der Forest Brush. Und ich habe hier schon mal einen neuen Forest Brush eingerichtet. Den schauen wir uns auch ganz kurz an. Den auch schon mal ein bisschen ausprobiert. Also ich habe jetzt ungefähr, ich glaube, würde schätzen, so knappe 5-6 Stunden auf jeden Fall mit dem Testen im Vorfeld verbracht, auch immer wieder, um zu sehen, ob die Mods funktionieren und was eventuell nicht funktioniert. Und hier sehen wir jetzt links, also man sieht auch, das US ein bisschen kleiner geworden, das werden wir bei den Straßen auch merken. Hier sind neue Bäume installiert, also alle mit der Silbe Fall drin, also sprich, ist ja auch noch ein anderer Begriff für Herbst im Englischen. Und hier sind mehrere installiert und die schauen wir uns mal kurz an. Ich staune gerade, hier werden die Zufälligkeiten, jetzt sind sie aktualisiert worden, sehr interessant. Da stand gerade über eine Null. Ja, also die gelben, etwas dünneren Bäume, die waren ein bisschen aufdringlich, deswegen habe ich die etwas runtergesetzt. Und wir werden jetzt einfach mal anfangen, schon lange genug wieder der Vorrede hier, schon wieder 4 Minuten noch nichts gebaut. Also, gehen wir mal mit dem Forest Brush ran und werden mal unsere Wälder, die hier um Cedar Bay, unser ursprüngliches Cedar Bay liegen, ein bisschen neu einfärben. Und da sehen wir auch gleich die ganzen gelben und auch roten Bäume. Ich finde beinahe noch, dass die gelben ein bisschen aufdringlich sind, aber das können wir später immer noch ausgleichen. Aber es ist wunderschön und dieses Map-Theme hat auch neue Texturen, gerade für die Straßen und für den Asphalt, für das Pavement. Und das werden wir auch sehen, also das wird sich sehr gut machen, denke ich. Bin sehr, sehr gespannt. Ich bin jetzt auch hier auf die Folge gespannt, wie sich das so alles entwickelt und ob alles reibungslos läuft. Das soll jetzt auch so ein bisschen der Test sein. Haben wir schon mal den ersten Wald eingefärbt. Das sieht ganz gut aus von oben. Und jetzt machen wir mal weiter. Gehen wir am besten hier oben mal nach Cedar Woods und gehen wir hier auch in unser Waldgebiet. Da werden wir natürlich ein geringeres Ergebnis jetzt sehen, weil der Wald als solche schon recht gut gefüllt ist. Eigentlich kaum noch irgendwelche
Flächen, die sich noch föhnen lassen. Da müssen wir vielleicht noch mal ein bisschen ausdünnen später. Oder wir sagen, das genügt uns so. Also für mich sieht das im Moment erstmal ganz gut aus. Wir können jetzt auch hier einfach rübergehen, ohne dass die Bäume auf der Straße landen. Das ist trotz Anarchy Mod, beziehungsweise Forest, beziehungsweise hier Tree Anarchy Mod nicht möglich. Ein bisschen vorsichtig müssen wir jetzt hier sein, an unserer Sägemühle. Da gehen wir mal ein bisschen dichter ran. Gucken wir mal. Oh, hier geht die FPS ganz schön runter. Sind natürlich auch viele Bäume, ist klar. Ist auch nicht schlimm. Hab auch extra noch wieder mal einen Mod nachinstalliert, der die Prop-Sichtbarkeit und auch die Baumsichtbarkeit auf Distanz ein bisschen erhöht. Also mir ist da die Optik wichtiger als die Framerate, muss ich wirklich sagen. Also mehr, ja, deutlich wichtiger, definitiv als die Performance, muss ich wirklich sagen. Ja, den meisten, ja, meistenteils verbringen wir ja die Zeit in Detailansichten und da ist dann die Performance nicht so das Problem. So, machen wir hier mal ganz kurz weiter. Hier ist noch so eine Stelle, wo ich sage, hier könnte ein bisschen mehr sein. Ja, könnten wir auch noch ein paar rote Bäume vielleicht manuell zwischensetzen. So, gehen wir mal noch in etwas, ja, mit einem etwas kleineren Pinsel hier hinten lang. Sonst kommen wir hier auf die Fläche unserer Sägemühle. Das sieht auf jeden Fall großartig aus, finde ich. Also das Ergebnis ist schön. Vor allem, es ist etwas, was A, zum Herbst sehr gut passt. Und B, wir kriegen hier etwas Farben rein. Ist ja ein bisschen langweilig, wenn überall alles nur grün ist. Ich habe es, glaube ich, in der ersten Folge auch schon erwähnt gehabt. Also der ersten Folge, der ersten Staffel, muss ich jetzt sagen, dass mir diese ganzen quietschegrünen Map-Themes und so weiter überhaupt nicht so liegen. Deswegen auch hier weiterhin dieses Warm Contrast LOT installiert und auch im Einsatz. Das möchte ich auch gar nicht wechseln. Und wir können ja bei der Gelegenheit mal eins machen. Wir machen mal den Waldpinsel, also den Forest Brush erst einmal zu und gehen mal ein bisschen in die Details. Also weil die Texturen sind wunderschön, wenn man sich das mal anschaut. Also sie sind deutlich detaillierter als bei dem alten Theme, also dem Cedar Valley Theme, das ich hier vorher installiert hatte. Und was man hier auch sehen kann, gerade bei der Textur des Asphalts bzw. des Betons ist es ja eher, hat jetzt nicht mehr diese klaren Führungskanten, sondern so eine gebrochene Textur, die eigentlich schon so aussieht, als hätte man hier Decals drauf platziert. Finde ich großartig, sieht sehr, sehr schön aus, gefällt mir sehr gut. Auch die restlichen Texturen, die sich so unter den Gebäuden zum Beispiel ergeben, die sind etwas weniger kontrastreich und nicht ganz so aufdringlich. Also die alte Ruin-Textur, also dieses Abgenutzte, was man so hatte, das sieht etwas besser aus. Es war mir etwas zu dunkel und das passt auch hier alles etwas mehr zum Herbst. Gehen wir auch hier, glaube ich, nochmal mit dem Forest Brush kurz rüber. Ja, das ist sehr schön. Hier sehen wir auch die verwendeten Bäume nochmal sehr, sehr schön. Also da sind schöne gelbe Bäume bei und auch diese roten Bäume. Großartig, sieht alles so ein bisschen aus nach kanadischem Herbst, würde ich beinahe sagen. Ich finde es toll und ich mag das sehr. Also deswegen habe ich mich auch extra hier dafür entschieden. Also wie gesagt, das ist, ich hatte es in der letzten Folge der ersten Staffel also auch schon erwähnt, das ist ein Theme, was Press, ein bekannter YouTuber, auch für seine, glaube ich, fast vierjährige Serie verwendet hat, New Windsor. Und die war in New England angesiedelt, also an der Ostküste der USA, spielte also auch komplett im Herbst. Da geht er auch in der ersten Folge gleich drauf ein. Ich habe mir die jetzt gerade nochmal angeschaut gehabt, bevor ich die Folge hier aufgenommen habe oder aufnehme. Muss ich eher sagen, für euch ist es in der Vergangenheit, für mich ist es in der Gegenwart. Und ja, also ein wunderschönes Theme, da kamen auch sehr schöne Sachen raus. An der Serie möchte ich mich per se erstmal nicht orientieren, höchstens inspirieren lassen. So, das ist erstmal das. Wir haben erstmal unsere Cedar Woods ein wenig umgefärbt. Ich finde es, wie gesagt, großartig. Ihr könnt mir auch gerne in die Kommentare schreiben, ob euch das gefällt oder ob ihr vielleicht Fragen dazu habt. Also wir können das in dieser Staffel auch gerne deutlich, ja, ich würde es gerne ein bisschen intensivieren. Ihr könnt mir also auch gerne Vorschläge schreiben, was hier gebaut werden soll. Ich nehme auch, also ich lese auch gerne Vorschläge bezüglich Assets und Ähnlichem, was hier vielleicht fehlt oder was vielleicht passen würde. Ich kann natürlich auch nicht alles im Steam Workshop finden. Ja, manchmal fehlen mir da die Suchbegriffe, aber ich suche schon recht intensiv. Ich beinahe, würde nicht sagen jeden Tag, aber doch recht oft
schaue ich rein, also bin fast jeden Tag einmal wenigstens auf der Startseite und gucke, welche Mods, Assets etc. trenden, also gerade sehr beliebt sind. Es hilft immer, um Neues zu finden. Hat uns auch hier sehr gut geholfen. Gerade, ich glaube, vor 2 Tagen war es, kam der Surface Painter in einer neuen Version raus. Eine andere Version, ein quasi neuer Mod in Anführungszeichen, da er den alten ersetzt hat, hat also ein anderer übernommen, ein anderer Mod-Ersteller, kann jetzt gerade nicht sagen, wer es ist, habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben extra, aber ihr findet ihn auf jeden Fall im Steam Workshop, wenn ihr nach dem Surface Painter sucht. Ihr seht es auch im Hintergrund, da haben wir ja unser Busdepot und dort ist der Surface Painter wieder aktiv sozusagen. Also die Flächen sind wieder ausgemalt. Also für mich ein ganz wichtiges Kriterium gewesen, dass der auf jeden Fall da ist. Weil wenn wir den Spielstand sonst gespeichert hätten, hätten alle Stellen, die mal mit dem Surface Painter bearbeitet worden sind, dann auch wieder manuell nachgearbeitet werden müssen. Und das wollte ich nicht machen. So, jetzt haben wir das hier erstmal gefüllt. Wir haben also, glaube ich, jetzt unsere wichtigsten Waldgebiete erst einmal herbstlich eingefärbt. Das werden wir nach und nach mal durchziehen. Ich möchte jetzt hier nicht über alles gehen, sondern auch noch ein paar andere Sachen natürlich machen. Und da möchte ich eine Sache machen, die wir uns in der letzten Folge der ersten Staffel ja auch schon angeschaut hatten. Das ging ja. Und zwar die Sache mit dem Netzwerkknotentool hier am Coastal Park. Machen wir so eine ganz kleine Kleinigkeit, bevor wir zu anderen Dingen kommen. Da möchte ich jetzt hier tatsächlich die Streckung auf 50% setzen. Dann kriegen wir diese hübschen, schmalen Wege hier im Coastal Park. Hab mir also auch den Mod ein bisschen angepasst in den Optionen. Es ist ein bisschen anders, als ihr bei einer Grundinstallation daherkommt. Die Streckung ist mir wichtiger als eine Neigung. Muss ich auch wirklich sagen, die Neigung habe ich ja auf aufklappbar in den weiteren Optionen gesetzt. Da kann man das auch ändern, aber die ist gar nicht so wichtig, finde ich. Also da ist die Streckung, diese Veränderung der Breite viel besser, viel wichtiger, finde ich. Und das ziehen wir jetzt hier einfach mal durch den Coastal Park durch. Das hatte ich ja, wie gesagt, in der letzten Folge. Naja, jetzt haben wir hier eine neue Staffel. Trotzdem kann ich, glaube ich, von der letzten Folge reden, ja auch schon gezeigt. Aber jetzt ziehen wir das hier wirklich durch und dann können wir uns das Ergebnis auch wirklich mal im Detail angucken. Jetzt hat sich das hier auch noch automatisch gestreckt. Auch sehr schön, großartig. Also das verleiht dem Ganzen ja nochmal einen ganz tollen Charakter. Wir können auch jetzt hier tatsächlich im Coastal Park, wo die sagen, das machen wir noch kurz mit, auch noch ein paar von den Four Trees platzieren. Da sehen wir auch unsere U-Bahn. Und jetzt sehen wir tatsächlich, wir gucken ja aus der eigentlich ja Schokoladenseite oder von der Schokolade oder gucken auf die Schokoladenseite, so ist es richtig, die wir in der ersten Staffel hatten. Also wir haben jetzt hier einen anderen Sonnenstand durch das Map-Theme. Und dadurch sehen wir jetzt auch die Seite, die etwas schlechter beleuchtet. Also eigentlich müssten wir eher aus der Richtung gucken. Und jetzt haben wir tatsächlich mal einen komplett anderen Blickwinkel, finde ich großartig. Das war ja immer die Seite, die wir gar nicht sehen konnten, die komplett im Dunkeln lag. Kann also auch sein, das möchte ich an der Stelle auch erwähnen, dass wir innerhalb der Staffel hier mal sehen, wie lang sie wird. Das kann ich natürlich noch nicht vorhersehen. Und vielleicht kommt wieder spontan ein weiteres DLC, wer weiß, vielleicht zu Weihnachten. Dann könnte es sein, dass wir zwischenzeitlich gelegentlich vielleicht mal das Map-Theme wechseln, wenn wir also in die andere Richtung bauen wollen, die jetzt hier durch das Map-Theme natürlich auch wieder schlecht beleuchtet ist. Eine schlecht beleuchtete Seite gibt es halt immer. So, gehen wir aber mal ganz kurz in Findit. Hier sieht man auch schon, ich habe einen neuen Mod installiert. Yet Another Toolbar heißt es, glaube ich, der auch gleichzeitig diese Zweispaltigkeit hier reinbringt. Kann man sich konfigurieren und dadurch aber auch gleichzeitig mal die Größe der Piktogramme der Vorschaubilder hier etwas verkleinert, finde ich etwas angenehmer. Wir sehen mehr von dem, was ja in der Stadt passiert und nicht nur die Toolleiste. So, gehen wir mal hier auf die Bäume und dann suchen wir hier mal nach Fall. Man sieht auch, dass das ein neuer Mod ist, bzw. ein aktualisierter Mod hier an der Seite. Die Filter sind etwas anders ausgeführt, finde ich eigentlich sehr, sehr schön. So, hier nehmen wir auch mal die Vanillabäume raus. Und dann werden wir hier einfach mal manuell wirklich ein... Oh, er geht da wieder nicht raus. Ich hasse das. Und dann werden wir hier einfach mal ein paar Bäume platzieren. Noch zwischendurch. Ein bisschen größer natürlich. Damit das hier alles ein bisschen netter aussieht. So, können wir auch nochmal hier den Late Fall nehmen. Der ist ein bisschen, ja, karger.
Der hat ein bisschen weniger Blätter dran. Da möchte ich mich jetzt auch nicht festlegen, wann das im Herbst ist, sondern es ist einfach Herbst und wir nehmen alles, was irgendwie zum Herbst passt. Das ist etwa so, wie ich hier auch sage, ich nehme alles, was so halbwegs amerikanisch aussieht, halte mich da auch nicht strikt dran, sondern baue das so, wie es mir gefällt und wie ich das für ja, sinnvoll erachte. Also da nehme ich durchaus Inspiration von der Ostküste, dann nehme ich welche vielleicht aus dem Mittleren Westen und dann wieder vielleicht was von der Westküste, aus Kalifornien oder ähnlichem. Also da lege ich mich nicht so fest. Das ist, glaube ich, auch nicht notwendig. Das ist hier ein Spiel und ich möchte in dieser Serie hier auf keinen Fall den kompletten, ja, wie soll ich sagen, ultimativen Realismusanspruch erheben. Dafür gibt es genug Serien, muss ich auch wirklich sagen, so den Bereich von Let's Designs, die da deutlich weiter ins Detail gehen. Das wäre auf die Art und Weise, wie ich meine Videos gerne mache, das heißt also live kommentiert, gar nicht möglich. Also ich habe das früher ja auch gemacht und da sitzt man dann an einem kleinen Bild eine halbe, dreiviertel Stunde. Das wird dann auf ja durch ein Timelapse, durch einen Zeitraffer auf ein paar Minuten gekürzt. Meistens so 600-800%, also ein Sechstel bis zum Achtel. Könnt ihr euch ungefähr ausrechnen, was das bedeutet bei einer halben Stunde. Da ist das dann für mich nicht ganz so angenehm. Und das Nachsynchronisieren, das ist für mich eine Qual dafür. Daher mache ich das lieber wirklich ja, beim Bauen. Das ist angenehmer. Und ja, also es ist mir die angenehmere Variante. Deswegen habe ich mich auch entschieden, kein Let's Design draus zu machen, sondern es möglichst hübsch mit ganz normalen Methoden eigentlich quasi zu bauen, also auch nachbaubar zu gestalten hier. Das finde ich irgendwie besser. Oh, der ist ein bisschen sehr grün. Oh, Sugar Marble. Okay, von wem ist der eigentlich? Wir gucken mal ganz kurz. Von Mr. Mason. Ja, jetzt gab es hier noch, wie gesagt, wo wir schon bei Mr. Mason sind. Er hatte heute, ja, ich glaube, war heute, im Prinzip, also ich nehme jetzt nach Mitternacht auf, eigentlich müsste ich sagen gestern, diese Cottonwood Late Fall Bäume, Eastern Cottonwood Late Fall Bäume veröffentlicht. Großartige Bäume. Und da gibt es hier einen, ja, im Endsommer, am Ende des Sommers, im Spätsommer, die ist richtig übersetzt, das war ein bisschen schwierig. Und dann haben wir hier noch den späten Herbst. Also würde ich sagen, wir gehen mal in den späten Sommer, wir gucken uns das mal an. Ich habe die jetzt hier also ehrlich gesagt auch noch gar nicht gesehen. Sehen sehr nett aus, sind sehr weich. Die passen auch, glaube ich, sehr, sehr gut zu unseren Bäumen, die wir in den Big Suburbs verwenden. Und ich würde auch sagen, oh ja, der sieht ja großartig aus. Das ist, glaube ich, der Herbstbaum. Ja, der ist schön gelb, der ist großartig. Den setzen wir nochmal zwischen. So, jetzt reicht's aber mit Bäumen. Haben wir genug gemacht. Und wir haben unseren, ja, Kustelpark nochmal ein bisschen umgestaltet. Ich finde, das Ergebnis ist ganz nett, weil wir jetzt hier diese schmaleren, dezenteren Wege haben. Also, das war ein Ergebnis, was ich auf jeden Fall sehen wollte. Also haben wir mal wieder am Kustelpark gebaut. Ja, beliebtes, wiederkehrendes Thema. Ich glaube, es ist das vierte Mal, dass wir hier dran bauen. Aber nun gut, so ist das halt. Man soll sich ja weiterentwickeln. Und wenn der Herbst Einzug hält, dann müssen auch neue Bäume gepflanzt werden. Gut, wir haben jetzt keine alten abgeräumt oder abgeholzt oder weggenommen. Jedenfalls ist, glaube ich, jetzt hier unser Kustelpark ganz nett für den Herbst vorbereitet. So, jetzt möchte ich auch wirklich zu was Neuem kommen. Und das möchte ich jetzt hier nicht in... Ja, da fällt mir noch eine Sache ein, die ich noch unbedingt machen wollte. Ich finde den Begriff hier Downtown nicht mehr so gut. Der ist ein bisschen zu unspezifisch. War ja auch immer nur ein Platzhalter. Und mir ist mittlerweile ein besserer Name eingefallen. Ein ganz einfacher Name. Auch wieder im Stil der anderen Namen, die wir hier schon verwendet haben. Und ich möchte diesen Bereich hier einfach Cedar Town nennen. Downtown möchte ich mir mal für ein anderes Gebiet aufheben. Und ich möchte auch hier tatsächlich einen Eigennamen verwenden. Deswegen schreibe ich es jetzt hier auch zusammen und vergebe hier jetzt kein Leerzeichen. So, und dann haben wir hier aus Downtown jetzt Cedar Town gemacht. Wir werden ja sicherlich an verschiedenen Stellen, Downtown ist ja auch Innenstadt, noch ja, größere Innenstädte bauen. Die müssen wir ja auch nochmal irgendwann überarbeiten. Das geht so gar nicht, aber egal, das möchte ich dafür nicht machen. Ich plane eigentlich, da kann ich mal kurz drauf eingehen, eigentlich hier oben dann auch mit ja, dicht besiedeltem Gebiet ranzugehen. Hier so in dem Bereich ungefähr, also sprich entlang der Bahnstrecke, die müssen wir auch dringend anschließen. Auch ein Nachteil an dieser Map, man kann sie eigentlich mit dem Twin, also mit den normalen 25 Kacheln gar nicht erreichen, die Bahnstrecke. Also diese Karte ist eigentlich wirklich nur
für diejenigen geeignet, die mit dem 81 Tiles Mod arbeiten. Also so eine Erfahrung meinerseits. Ja, und ich hatte es vorhin schon erwähnt, wir haben großartige neue Texturen. Man sieht sie hier auch gerade an der Küste sehr, sehr gut. Wir haben jetzt auch einen schönen Sandstrand. Das sieht großartig aus, finde ich. Hier waren wir eigentlich noch nie. Da muss ich auch sagen, hier auf dieser Halbinsel, das hat fast so ein bisschen den Charakter von San Francisco, also ein bisschen San Francisco Bay Area. Da können wir sicherlich was Schönes draus machen. Und hier können wir eigentlich ein großes Hafenareal reinbauen. Bin ich schon sehr gespannt darauf, wenn wir mal irgendwann dahin kommen. Wahrscheinlich erst in der 4. oder 5. Staffel. Mal gucken. Wir werden es rausfinden. Mal gucken, wie lange auch mein System das hier mitmacht. Denn so stark, wie das hier detailliert wird und bei den vielen Bäumen, ich weiß nicht, wie lange das gut geht. Wir werden es rausfinden. So, jetzt kommen wir mal nach South Bay. Hier möchte ich wirklich den Neuanfang wagen und da möchte ich, gehen wir mal in die Straßentools. Ich habe es ja auch öfter mal erwähnt, diesen kleinen Basic Grid Orientation Helper verwenden. Ein von mir selbst erstellter kleiner Helper habe ich auch nie auch im Steam Workshop veröffentlicht, wie man hier sehen kann. Das ist bei mir nur lokal installiert. Müsste ich vielleicht mal veröffentlichen, aber habe ich bisher noch nicht gemacht. Er ist jedenfalls dazu gedacht, dass man eine Nord-Süd- bzw. West-Ost-Orientierung hier hinbekommt. Und bei der Erstellung der Map habe ich ihn hier nicht verwendet. Und wir sehen es ja auch, jetzt ist er ausgerichtet an den Kartengrenzen oder den Kartenkanten. Und hier die Straßen sind definitiv nicht am Grid. Also möchte ich hier auch die Straßen natürlich neu platzieren. Und dabei hat diese Struktur so in etwa erhalten und man kann es auch hier gut erkennen. Ich habe deswegen auch extra am Anfang der Folge hier die Kamera drauf gerichtet gehabt. Wir haben hier ganz leichte Hügel drin. Die Grundfläche ist orientiert an den Straßen, aber ich habe hier bei der Erstellung an ein landwirtschaftliches Gebiet gedacht und habe deswegen auch diese Straßen aufgezogen und die Felder so ein bisschen hügelig gestaltet. Ich weiß gar nicht, ob man das in dem Zeitraffer der Erstellung von Cedar Bay sieht. Also von daher möchte ich auch hier erstmal rangehen mit dem Landschaftstools und versuchen mal diese Hügel wieder rauszukriegen. Also gehen wir mal mit einem großen Pinsel hier ran und ich würde auch sagen mit einer großen Pinselstärke. Wir nehmen mal hier an der Kreuzung am besten mal die Höhe. Die müsste sogar eigentlich ziemlich genau 80 sein, wenn ich mir das angucke. Stellen wir die hier mal direkt auf 80, haben wir nämlich gar kein Problem. Und gehen wir hier einfach rüber und bringen wir das ganze Gelände erstmal nach unten. Das soll hier mal South Bay werden und hier soll auf jeden Fall auch Fischindustrie entstehen. Aber das werden wir auch in dieser Folge nicht machen. Oh, dieser hinten war ein bisschen zu weit, da sind hinten die Berge runtergegangen. Das möchte ich eigentlich gar nicht. Diese Kante, da möchte ich eigentlich, diese Hügelkante kann man dazu nicht sagen. Kante deswegen, weil da hinten jetzt gerade eine Kante entstanden ist. Das ist nicht ganz so schön. Die werden wir gleich nochmal ausgleichen. Aber das ist ja jetzt hier auch die Radikalvariante. Also hier möchte ich jetzt wirklich erst einmal ein glattes Gelände haben. Hier möchte ich gerade in diesem Feld, was hier vor uns liegt, jetzt ein neues Wohngebiet anlegen. Das soll ja erstmal Neuanfang in dieser Folge sein. Jetzt glätten wir mal hier hinten noch ein bisschen die Kante. Da möchte ich auch die Autobahn, beziehungsweise den Highway, den wir hier hinten haben, dann auf einen kleinen Damm legen. Also das Ganze ein bisschen nach oben bringen und die Service Roads, wie sie hier verwendet werden, wo auch gerade einer unserer leeren Holztrucks fährt, ein bisschen nach unten bringen, die den Highway etwas nach oben. So, jetzt haben wir schon fast 25 Minuten und wir haben noch nicht ein Stück gebaut. Das sollten wir jetzt mal nachholen. Also gehen wir mal rein und nehmen uns den Orientation Helper und schauen mal. Ich möchte eigentlich so ein bisschen die Straßenführung erhalten. Also von daher, wir gucken mal ganz kurz, dass sich hier eine halbwegs gute Linienführung ergibt. Da möchte ich natürlich den Wald jetzt ja auch nicht unbedingt wegreißen. Ich gucke gerade mal, wir werden ein bisschen in der Mitte anfangen. Wir nehmen mal diese Straße hier einfach weg und fangen einfach neu an. Die Folge heißt ja auch, ein herbstlicher Neuanfang. Also von daher nur passend. So, jetzt müssen wir bloß mal die richtige Linienführung finden. Ich glaube, die könnte hier ganz gut sein. Wir platzieren den jetzt hier einfach mal. Und dann möchte ich noch auf eins eingehen. Wir schauen uns mal die Straßen an. Wir haben nicht nur eine andere Textur, sondern wir haben auch, ja, etwas fehlt. Und zwar, das ist ein Mod, den ich nicht mehr installieren möchte, beziehungsweise der jetzt auch durch den Wegfall von
dem, ich glaube, Roads United Chor oder also dem, also es gibt ein Straßenchorset, das ich nicht mehr verwenden möchte, habe dafür Ersatzstraßen installiert, weil hier auch, wenn wir da nochmal, müssen wir nochmal ganz kurz nach Cedar Bay oder nach Cedar Town rübergehen, wenn wir uns da mal die Straßen anschauen, die wir bisher verwendet haben, hier gerade, hier sind die gelben Markierungen jetzt verschwunden und das ist etwas, was mich sehr stört. Was auch gerade für mich den Reiz der amerikanischen Themes ausmacht, ist, dass wir dort ja die gelben Straßenmarkierungen haben. Und die sind verschwunden. Die gibt es nicht mehr in diesem Set. Ist nicht mehr kompatibel, habe ich nicht hinbekommen. Daher habe ich mir neue Straßen gesucht, unter anderem das North American Roads Liberated Set. Das bringt eigentlich diese Straßen wieder zurück. Und das möchte ich hier gerne nach und nach durchziehen. Da haben wir nicht alles. Und ich habe zusätzlich die Big Urban Roads installiert, unter anderem. Also es sind einige neue Straßen, wir werden also nach und nach Straßen austauschen. Jetzt haben wir noch keine gebaut, die werden wir jetzt gleich mal drüben am besten in South Bay auch mal aufziehen. Wir wissen aber, die müssen wir hier austauschen. Ich glaube, wir können aber mal ein Teilstück mal mit den neuen Straßen austauschen, damit ihr seht, was ich meine. Wir gehen mal hier auf die Alternativvariante dieser Straße, also dieses Straßentyps. Und aktualisieren die einfach mal. Und die möchte ich dann gleich mal ohne Zoning. Nicht, dass wir uns oben unsere Häuser, unser Zoning zerstören. Das muss ja nicht sein. So, und dann kriegen wir nämlich unsere gelben Linien wieder zurück. So, das habe ich jetzt hier bloß mal provisorisch gemacht. Da ich hier gerne noch eine breitere Straße benutzen möchte. Und zwar aus den Big Roads oder Big Urban Roads, wie sie heißen. Da habe ich schon mal ein bisschen was ausprobiert. Die haben sehr schöne Median. Streifen, also sprich schöne Mittelstreifen und die sind großartig. Also dazu werden wir auf jeden Fall kommen. Und ich würde sagen, wir fangen mal mit einer dieser Straßen hier auch direkt mal an. Da haben wir eine eigentlich achtspurige Straße, die hat dann wunderbare Abbiegespuren. Also im Prinzip ist sie achtspurig, bringt jetzt aber nur drei Fahrspuren mit. Das werden wir gleich sehen, denn wir werden die hier mal benutzen. So, gehen wir mal hier runter. Da kommen wir auch mit einem schönen Winkel an und wir haben einen neuen Anarchy Mod, der auch wieder mit Tastendruck funktioniert. Und die können wir uns mal anschauen hier im Detail. Also die sieht großartig aus, finde ich. Und die bringen noch etwas Schönes mit. Aber dazu kommen wir gleich. Wir werden jetzt hier erstmal einen Austausch machen und das hier ändern. Die haben auf jeden Fall auch sehr schöne Fußgängerüberwege. Und wir gehen mal hier weiter und ziehen mal die Straße jetzt erstmal bis nach oben. So, und dann versuchen wir auch mal hier wieder so einen Bogen hinzukriegen. Wir haben hier die Hilfslinie. Da erhalten wir hier mal den Charakter. Das ist mir immer wichtig, dass also das, was bei der Erstellung der Map gebaut wurde, auch irgendwie, ja, bleibt. So, haben wir das. Jetzt brauchen wir wieder den Forest Brush. Gehen wir da mal mit einem etwas kleineren Pinsel ran. Nehmen wir ein paar Bäume hier weg. So, und die hier draufstehen, das muss ja nicht sein. Machen wir das gleich mal mit. So, und dann nehmen wir gleich mal das Abriss-Tool und entfernen hier mal die beiden Hilfsstraßen. Beziehungsweise die überwiegenden Straßen, nehmen wir das hier weg. Die können wir erstmal stehen lassen und dann nehmen wir Move It und biegen uns hier dieses Teilstück ein bisschen zurecht, sodass das gut aussieht. So, das sieht schon mal gut aus. Und dann nehmen wir hier noch das Netzwerkknotentool und lassen das mal alles ein bisschen begradigen. Dann sieht das auf jeden Fall schon mal besser aus. Die Übergänge sind jetzt nicht ganz so schön, aber das wird sich noch, ja, das werden wir, daran werden wir auf jeden Fall weiterarbeiten. Ich möchte das hier noch ein bisschen runterziehen, dass die Kurve noch ein bisschen schöner wird. Das war jetzt noch nicht der richtige Zeitpunkt eigentlich für das Netzwerkknotentool. So, und jetzt möchte ich mal auf die Straßen gehen, die wir jetzt hier benutzt haben. Und da haben wir verschiedene Abbiegevarianten. Da gibt es jetzt verschiedenste Übergänge. Wenn wir uns die erstmal nochmal nehmen. So, dann springt er nämlich hier auch in Feinde dahin wieder zurück. Und da müssten wir jetzt vielleicht sowas hier nehmen. Das ist jetzt eine mit Abbiegespuren. Die werden wir mal hier vorne benutzen und dieses Teilstück hier austauschen. Und dann sieht man das auch. Jetzt hat er natürlich da keinen wunderschönen, keinen so schönen Übergang gemacht. Aber vielleicht kriegen wir das etwas besser hin. Und sollten wir vielleicht auch das Teilstück nochmal austauschen hier unten. Gucken wir mal. Ja, jetzt haben wir das. Das war das, was wichtig ist. Sehr schön. Jetzt sieht man, wie dieser Streifen hier sich verjüngt. Und wir haben ja tatsächlich noch eine Abbiegespur nach links. Ja, das können wir jetzt durchziehen. Möchte ich jetzt aber gar nicht machen. Wir haben erstmal unsere Basisstraße. Und jetzt sollten wir eins machen, bevor wir irgendwas anderes bauen. Wir werden mal nach South Bay in die Theme-Einstellungen gehen. Das war auch ein Problem, dass dieser
ja, dieses Building Themes, das nicht kompatibel war mit dem 81 Tiles Mod. Das war einer der großen Fehler beim Release des DLCs. Und nun geht alles. Jetzt sind die alle miteinander kompatibel. Das ging sehr, sehr schnell. So schnell hätte ich damit gar nicht gerechnet. Deswegen hatte ich auch die Staffel beendet, weil ich wirklich befürchtet hatte, dass wir hier eine Weile drauf warten. So, da stellen wir jetzt auch mal wieder den Big Sub-Up-Style ein. Das möchte ich hier kurz halten. Und dann werden wir hier jetzt einfach auch mal mit den Suburban Roads rangehen. Ich habe auch testweise, weiß gar nicht, ob es noch installiert ist. Nein, ist nicht mehr installiert. Auch nochmal die Big Suburban Road installiert gehabt. Gefällt mir gar nicht, da sie einen anderen Seitenstreifen mitbringt, der keinen guten Übergang, ja, hat, muss man wirklich sagen. So, haben wir das. Und jetzt gehen wir mal wieder mit dem Zoning ran. Jetzt muss man nämlich hier erst einmal ein paar Straßen aufziehen. Und da suchen wir uns mal einen Knoten. Da ist einer, der sieht ganz gut aus. Gehen wir mal hier rein. Jetzt kriegen wir auch das Zoning wieder. Jetzt ist auch an der Straße das Zoning aufgetaucht. Und da möchte ich auch wieder mit dem Zweierabstand rangehen. Okay, die müssen wir ein bisschen länger ziehen, sonst funktioniert das nicht. Und dann haben wir das auch schon. So. Und dann können wir hier einfach mal ganz simples Grid aufziehen. Da möchte ich auch gar nicht viel machen. Gehen wir mal bis hier bloß. Ungefähr. Und gehen wir auch hier rüber. Dann haben wir etwas Ähnliches wie drüben in unseren Cedar Heights, in Cedarville und so weiter. Hier möchte ich ein bisschen lockerer bauen. Das heißt, hier lassen wir mal einen Streifen mehr Platz. Dann haben wir jetzt nämlich in der Mitte tatsächlich noch einen Grünstreifen sozusagen. Und das machen wir jetzt hier erst einmal. Ja, ziehen wir mal durch. Mal gucken, wie sich dann auch der Rest jetzt ergibt. Ich habe das nicht vorher ausgemessen, aber ist auch egal. Die untere Straße ist eh nicht am Grid, also die müssen wir eh austauschen. Von daher auch nicht problematisch. So, haben wir das auch schon. Dann bauen wir unser Basisgrid hier erst einmal. Soll ja wenigstens ein bisschen was entstehen in dieser Folge. Und hier möchte ich auch wirklich mit dem Zoning rangehen. Und das machen wir jetzt auch direkt. Wir werden hier mal wieder gering besiedeltes Wohngebiet einrichten und das hier an den Straßen runterziehen. Wir werden den Mittelstreifen freilassen. Deswegen mache ich das ja auch nicht mit dem Fülltool, sondern mit dem rechteckigen Tool. So, und dann dürften die ja wahrscheinlich anfangen zu bauen oder auch nicht, weil sie keine Anschubhilfe haben. Das ist ja häufig das Problem. Und die haben natürlich auch kein Wasser, die haben keinen Strom. Das machen wir noch jetzt hier ganz kurz fertig. Und dann kommen wir auch zum Ende. Und dann können wir hier in der nächsten Folge weiterbauen. Also kümmern wir uns ganz kurz erst einmal um das Wasser. Wir haben ja eine große Wasseraufbereitungsanlage. An die möchte ich das hier natürlich auch anschließen. Gehen wir in den Infomodus, mal unter die Straßen. Jetzt haben wir hier überhaupt nichts in der Nähe. Großartig. Mal ein ganz neues Gefühl. Also, das ist schön. Immer hier in meiner Mitte am besten lang, so dass es unter den Straßen liegt. Ich bin ja immer ein Fan von. Das habe ich ja immer wieder gesagt. Und da würde ich sagen, gehen wir bis hier an die Autobahn und ziehen das mal hier oben lang. Parallel zur Autobahn. Eigentlich müssen wir die gar nicht drin haben. Aber wir wollen ja auch mal irgendwann weitergehen. Und da ist es besser, wir haben eine, ja, wie auch immer geartete Verbindung. Ich würde sagen, wir gehen mal bis hier. Ich habe gerade mal geschaut, wo da ungefähr sich die Leitungen treffen müssen. Wir gehen mal bis hier und ziehen mal einfach die Leitung von hier hinten komplett hier runter. Hier auch erstmal unter der Straße. Da habe ich mir auch schon überlegt, dass wir die Straße ein bisschen netter gestalten und da noch eine Kurve integrieren. So, jetzt hat es Bing gemacht. Damit ist hier hinten erst einmal eine Wasserversorgung hergestellt, beziehungsweise Wasser- und Heizungsversorgung. Hier passt das großartig, auch mit diesem Einerabstand, der jetzt da drin ist. Da ist jetzt keine große Überlappung und keine Lücke, also perfekt eigentlich. Gehen wir auch hier mal mit der Wasserleitung weiter. Hier ist es ein bisschen jetzt abseits vom Grid, na klar. Die Autobahn ist nicht ganz gerade, also von daher darf das auch passieren. So, ziehen wir das einfach hier rüber. Und das ziehen wir jetzt auch noch ein kleines bisschen weiter. Können wir eigentlich schon mal bis runterziehen an unseren Coastal Boulevard. Der wird ja auch irgendwann mal ausgebaut. Da können wir denn die großen neuen Straßen verwenden. Die sind dann tatsächlich auch noch ein Stück breiter. Wollte ich jetzt nicht auch noch zeigen. Sonst wären wir ja gar nicht fertig geworden. So, jetzt müssen wir noch irgendwie ein bisschen Strom hierher kriegen. Gucken wir mal, ob sich das anbietet, wenn wir das mit den Actually Underground Cables machen. Ich würde sagen, nein. Hier werden wir einfach eine provisorische neue Stromversorgung aufbauen für den Moment. Und hier vorne an der Küste sieht es doch ganz gut aus. Hier haben wir ordentlich Wind. Ja, setzen wir sie nicht zu stark. Ein bisschen reduziert es ja immer dann auch die Windkraft. Ja, machen wir mal 5 hier vorne. Für den Moment soll das genügen.
das in Richtung Küste, das ist gar nicht verkehrt. Und jetzt nehmen wir auch die Actually Underground Cables, hier die unsichtbaren Untergrundstromleitungen, und ziehen das einfach rüber ins Wohngebiet. Auch wenn sich bis jetzt immer noch keiner da entschieden hat, da mal hinzuziehen. Also werden wir mal eins machen. Etwas, das wir noch nie gemacht haben, einzigartige Gebäude eigentlich einzusetzen. Und da gibt es hier unter der Stufe 2 einen wunderschönen Park, den ich schon die ganze Zeit eigentlich einsetzen möchte. Und zwar den freundlichen Stadtpark. Also da gehen wir hier nochmal aus dem Infomodus raus und gucken uns mal die Größe an. Das sieht eigentlich ganz gut aus. So ein bisschen jetzt leider. Also er passt in einen 8er Grid. Aha, jetzt hat sich einer entschieden, da zu bauen. Würde ich auch sagen, da kommen wir dem mal ein bisschen zuvor. Der bringt ein bisschen Lärmbelästigung mit. Das ist, glaube ich, nicht das Problem. Und da werden wir hier in der Mitte noch eine Kleinigkeit errichten. So, gehen wir hier nochmal rein. Und ziehen wir hier nochmal eine Querstraße auf. Und werden den Stadtpark einfach hier mal platzieren. Vielleicht verschieben wir nochmal. Für den Moment haben wir aber erstmal was, das hier ein bisschen Optik reinbringt. Wir sehen auch, dass hier irgendwo etwas mit den Höhenlinien nicht ganz stimmt. Da ist noch irgendwas rausgekommen, aber ist auch nicht schlecht. Dann gibt es hier ein bisschen Höhenunterschiede drin. Obwohl wir das angeglichen hatten, da bin ich selber ein bisschen erstaunt. So, jetzt hat sich das hier vorne geschlossen. Wir haben eine Verbindung zu beiden Straßen. Wir bringen mal noch ein kleines bisschen nach oben mit Moovit. Und dann ist es das auch schon. Und jetzt kann sich das hier entwickeln. Jetzt haben wir natürlich keine Feuerwehr, keine Polizei. Aber das soll uns mal nicht stören. Wir wollen ja hier auch kleine Fortschritte machen. Und dann werden wir uns hier in South Bane andermal weiter drum kümmern. Für heute soll es das nämlich langsam wirklich gewesen sein. Ich hoffe, wir haben den Übergang, oder ich habe hier den Übergang Richtung Herbst ganz gut hingekriegt. Wir lassen das mal weiterlaufen. Stellen mal die Geschwindigkeit noch ein bisschen hoch. Und wir kriegen noch mal einen Blick auf unser herbstliches Cedar Bay, oder wie es jetzt heißt, Autumn Bay. Da fällt mir ein, wir haben eine Sache vergessen und die möchte ich jetzt zum Abschluss der Folge doch nochmal machen. Wir gehen nochmal ganz kurz aus dem Kameramodus raus und wir werden natürlich unseren Stadtnamen jetzt abschließend hier noch ändern. Soll natürlich nicht unten weiterhin Cedar Bay stehen, sondern Autumn Bay. Und dann war es das also auch wirklich für diese Folge. Und dann geht's hier in der nächsten Folge mit City Skylines und Autumn Bay weiter. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen und ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn es hier, wie gesagt, mit Autumn Bay weitergeht. Bis dahin, macht's fein, ciao, ciao und bis bald.